in den Schulformen, wo mehr Frauen traditionell tätig sind, wird schlechter bezahlt. Und das macht mich wirklich ärgerlich. Und Hauptschullehrkräfte wurden üblicherweise früher immer mit A12 bezahlt und die Lehrkräfte an Realschulen und an Gymnasien mit A13. Das ist natürlich ein großer Gehaltsunterschied, ungefähr 500 Euro. Es ist natürlich schön, wenn man ein bisschen mehr Geld hat. Das, glaube ich, würde keiner ablehnen. Aber es ist das Hauptproblem, dass es ein Gerechtigkeitsproblem ist. Und das hängt damit zusammen, dass meine Arbeit eben vielleicht nicht genug gewertschätzt wird. Dass man gesagt, das reicht eben für die Frauen an den Grundschulen. Das heißt, es ist nicht nur ein Problem der verschiedenen Lehrerlaufbahnen, sondern es ist auch ein Problem der Gleichbezahlung von Frauen. Wenn wahrscheinlich über 90% der Beschäftigten an Grundschulen Männer gewesen wären, dann wäre das wesentlich schneller gegangen. Und das finden wir ziemlich unfair, weil schon seit 2009 die Ausbildung gleich lang ist. Also wir legen die Grundlagen, ich glaube, das ist ganz klar. Für Lernen, Motivation, für Anstrengungsbereitschaft, für auch für die Fachlichkeit, für das, was nachher später abgefordert wird. Wir müssen viele Kinder überhaupt erstmal zum Lernen bringen, weil sie das gar nicht können. Und wir haben ja eine enorme Bandbreite von Schülerinnen und Schülern in der Schule. Also unter Umständen vom geistig behinderten Kind bis zum hochbegabten Kind. Und Hauptrealschullehramt wurde zusammengefasst zu einem gemeinsamen Studiengang. Und anstatt dass die Politik damals anständigerweise das Grundschullehramt aufgewertet hätte und hätte gesagt, okay, ihr kriegt jetzt alle A13, ist das Realschullehramt abgewertet worden. Und seitdem haben natürlich alle KollegInnen A12. Und ich bin einer der ersten Jahrgänge, der damals nur in Anführungszeichen mit A12 besoldet worden ist. Eine Investition in Bildung ist eine Investition wie in die Infrastruktur, das ist Investition in die Zukunft. Und wenn wir heute nicht die Bildung gestalten, dann werden wir in Zukunft in der Gesellschaft große Probleme haben. Soweit ich weiß, ist es bislang so, dass die Hälfte der Bundesländer jetzt A13 auch für Grundschullehrkräfte eingeführt hat. Aber von 16 Bundesländern 8 ist eben noch nicht so furchtbar viel. Ich hatte schon mal mehr Hoffnung, gerade durch Corona jetzt, dadurch, dass sehr viel Geld ausgegeben wird, hat die Politik jetzt wieder viele Argumente zu sagen, wir können das jetzt nicht. Wir lassen uns nicht damit abspeisen, ne, zu sagen, jetzt hier Corona, jetzt ist kein Geld da, sondern wir bleiben wirklich dran. Bildung weiterdenken bedeutet für mich, sowohl die Schule, das Schulsystem weiterzuentwickeln, als auch die Arbeitsbedingungen zu verbessern und weiterzuentwickeln.